Marlies Doppler von den Freiheitlichen in Salzburg. Ja, täglich grüßt das und täglich grüßt das Murmeltier. Vor ein paar Wochen also wurde von der schwarz-grünen Bundesregierung sehr großmundig ein Entlastungspaket für Unterstützungspaket für armutsgefährdete Kinder angekündigt. Viele Familien haben also wirklich also da große Hoffnung also gesetzt in dieses Paket und geknüpft. Es hat sogar eine Nationalrat-Sondersitzung dazu gegeben. Und bei der letzten Bundesratssitzung haben wir dann dieses Mini-Paket beschlossen, was wir heute wieder auf der Tagesordnung haben. Warum wir das nicht schon bei der letzten, diese Ergänzung, bei der letzten Plenarsitzung da im Bundesrat beschließen hätten können, ist mir ein Rätsel. Denn die Menschen in diesem Land brauchen jeden Cent, also den sie fünfmal umdrehen müssen, bevor sie was aufgeben. Aber die Menschen hinzuhalten, ist wirklich eine Pflanzerei. Dabei brennt der Hut. Es brennt der Hut ganz ordentlich. Die Zahlen, Daten und Fakten, also sagen wir bezüglich Kinderarmut, also sollten uns alle Alarm schlagen lassen. Jedes fünfte Kind in Österreich ist armutgefährdet und das in einem also angeblich reichen Land wie Österreich. Und wiederum gibt es keine umfassende Reform zu diesem Problem, obwohl es jedem bewusst ist und wir uns da großteils ja einig sind, sondern es wird wieder mal die Menschen also mit Einmalzahlungen, mit befristeten Einmalzahlungen abgespeist. Es ist ein Tropfen auf dem heißen Stein, denn es braucht eine Absicherung, es braucht Planungssicherheit für die Menschen, denn, seien wir uns ehrlich, 60 Euro werden kein einziges Kind also aus der Armut retten. Dann haben wir es also zu tun mit einer immens hohen Inflationsrate. Das heißt, was, wenn wir heute 60 Euro beschließen, mit fast jetzt schon 10% Inflationsrate, sind diese 60 Euro ja nächstes Monat nur noch 55 Euro wert. Und so geht es Monat für Monat dahin und es werden die ganzen Familienleistungen werden von Monat zu Monat weniger wert. Und eben, man hört zwar immer von einer Valorisierung von den Familienleistungen, aber das passiert einfach nicht. Es passiert nicht. Alleine, wenn ich mir die Familienleistungen anschaue, wie die gekürzt wurden in den letzten Jahren. Familienbeihilfe, ein Wertverlust, Familienbeihilfe von 30%. Kann man nachrechnen, Herr Doktor? Kann man nachrechnen, 30% Wertverlust bei der Familienbeihilfe. Damit man die Kaufkraft aber dementsprechend erhalten kann, also sollte man die Valorisierungen über der Inflationsrate machen. Auch bei diesen 60 Euro, auch bei diesen heute zu beschließenden 60 Euro, damit sie nachhaltig sind. Ich habe es ja schon gesagt, jedes fünfte Kind ist armutsgefährdet in Österreich. Mietkosten, Energiekosten, Lebensmittelpreise sind enorm gestiegen. Großteils verursacht, Herr Dr. Kornhäusl, gut aufpassen, großteils verursacht sind diese Preissteigerungen durch eure schwarz-grüne Bundesregierung. Angefangen mit eurer komischen Corona-Politik und den Maßnahmen dazu, den ganzen Lockdowns dazu, hat einfach den Bürgern viel Geld gekostet. Dann, die Sparreserven haben sie aufbrauchen müssen, weil einfach das Einkommen, also durch eure Maßnahmen während Corona, die Menschen hart getroffen hat. Bis zu euren destruktiven Einmischen in den Ukraine-Krieg. Dort haben wir als neutrales Land überhaupt nichts verloren. Ausbaden müsste es das österreichische Volk. Und ich sage es ganz ehrlich, wir brauchen keine Bundesregierung oder wir brauchen keine 7 gescheiten Politiker, die zuerst eine Katastrophe verursachen und dann also den Menschen gönnerhaft Almosen zukommen lassen. Das haben sich die Österreicher nicht verdient. So wie jetzt mit diesen 60 Euro zum Beispiel. Das sind täglich gerade mal 2 Euro. Geht's einkaufen? Ich habe letztes Mal die Tomatenpreise gebracht. Geht's einkaufen? Für die 2 Euro täglich kriegt man vielleicht 1 Liter Milch und 1 bis 2 Semmel dazu. Das Butter aufs Brot auf. Das können sich die Menschen ja gar nicht mehr leisten, Butter auf dem Brot dann auf. Aber hart trifft es die Kinder. Weil Kinder können sich nicht selber helfen und müssen das gottgegeben hinnehmen, was hier verbockt. Und den Familien fehlt es hinten und vorne.
Und als erstes wird leider Gottes bei den Kindern angespart, also zum Sparen begonnen. Und gerade jetzt, wenn wir sehen, also Schulende steht vor der Tür und es sind Schulausflüge und viele, also außerschulische Veranstaltungen. Ja, viele Eltern können sich ja gar nicht mal leisten, dass sie ihre Kinder mit zu diesen Ausflügen schicken, dass die Kinder daran teilnehmen können. Und es trifft nicht nur Arbeitslosengeldbezieher, Notstandshilfebezieher oder Sozialhilfebezieher. Nein, mitnichten. Laut einem Bericht von der Caritas also wurde ja längst bereits auch der sogenannte Mittelstand erreicht. Es brennt der Hut hinten vorne. Die Haushalte haben durch Eierpolitik also gravierende Einnahmeeinbußen und sehr viele können sich ja die Fixkosten nicht einmal mehr leisten. Darum ist die Aufstockung von der Familienhilfen ja, ist ja notwendig und zu begrüßen. Nur es muss dauerhaft sein. Wir stimmen dem halt auch zu. Nur wir kritisieren erneut, dass mit einmal Hilfen verdammt nochmal nicht geholfen ist. Es braucht langfristige, dauerhafte Hilfen und nicht einen Tropfen auf dem heißen Stein, und wo die Mehrkosten durch eure vermurkste Politik Einmalzahlungen ja in der Höhe schon längst überschritten haben. Traurig ist in dem Zusammenhang, dass der Familienlastenausgleichsfonds ja chronisch also unterfinanziert ist, obwohl der geschaffen wurde, damit man Familienleistungen wie also Kernaufgaben, Familienbeihilfe, Karenzurlaubsgeld oder Schulbücher finanziert. Erschreckend ist aber auch, dass der FLAF-Reservefonds hoch im Minus ist, überschuldet ist mit also fast schon 4 Milliarden Euro. Verschuldeter FLAF-Reservefonds. Aber ärgerlich macht es, und ärgerlich ist es, also wenn die Österreicher einen Gürtel enger schnallen müssen, dass man künstlich die Möglichkeit geschaffen hat, dass man Familienbeihilfe an die ukrainischen Kinder auszahlt, während aber österreichische Familien also finanziell schon langsam die Luft ausgeht. Für eine starke Zukunft unserer Heimat braucht es aber wieder den Mut, also für Familien mit Kindern. Und gerade also während Corona haben wir ja alle miterlebt, wie wichtig Familien sind. Und dass man es ja wirklich schon als Systemerhalter bezeichnen kann, Familien. Wer hat denn die Kinderbetreuung gemacht während Corona? Wer hat die Betreuung und Pflege der älteren Generation übernommen? Bildung, Lernen, Freizeitbeschäftigung, das waren die Familien ohne jegliche Hilfe, ohne staatliche Zuschüsse. Das waren die Familien. Aber ihr müsst es euch wirklich also anhorchen, durch diese schwarz-grüne Politik ist halt über Jahre in den letzten Jahren verdammt viel kaputt gemacht worden. Ich darf an dieser Stelle wieder mal, ich habe schon zwei und drei Mal erwähnt hier im Plenum, an die Toastbrotkinder erinnern, welche, wenn die zu Hause den Eltern das Geld ausgeht, nur noch Toastbrot zu essen bekommen. Und solange es hier in Österreich noch ein einziges Kind gibt, also was zu den Toastbrotkindern gibt, solange werden wir freiheitlich auch sicherlich nicht also Ruhe geben, und solange also haben wir sicherlich also die falsche Regierung da am Werken. Abschließend möchte ich noch mal ganz gerne also an den sozialistischen Bundesobmann Herrn Babler noch mal kurz replizieren. Also mir hat das jetzt wirklich verwundert, was er da zum Besten gegeben hat. Er hat gesprochen also von Gewinnen bei der Energieunternehmen. Ja, Herr Bundesobmann Babler, was sagen Sie denn dann zu einem Herrn Bürgermeister? Was sagen Sie denn zu einem Bürgermeister in Wien dazu? Ja, unter roter Beteiligung ist doch das Leben nicht billiger geworden. In Wien wissen wir doch, ist doch alles teurer geworden. Roten federführend daran. Die Mieten sind gestiegen, der Strom ist gestiegen, der Gas ist gestiegen. Ja, macht es doch vor. Oder, Herr Babler, Sie sprechen also von verkürzten Arbeitszeiten, 32-Stunden-Wochen. Ja, gängen Sie doch mit gutem Beispiel voran, Herr Babler. Sie suchen selber Mitarbeiter für 38,5 Stunden. Ja, gehen Sie doch mit gutem Beispiel voran, zahlen Sie Ihren Mitarbeitern im Service.
Im Mitarbeiterservice, sucht er für 38,5 Stunden Mitarbeiter, fordert aber 32 Stunden für sich selbst. Wahrscheinlich mit ihren drei Gehältern, also ganz gut zu machen. Da kann man ja auch locker flocke sagen, man verzichtet auf ein Bundesratsgehalt. Naja, wenn ich die ganze Zeit nicht da bin, ist doch das meine moralische Pflicht. Also wenn ich echt nichts leiste für das, was ich zahlt kriege, dass ich mein Geld abgebe. Aber, Herr Babler, eine schiefe Optik macht ihr schon, wenn Sie zwar, also sagen wir sehr medienwirksam sagen, dass Sie Ihr Geld spenden für nichts arbeiten, weil beim Bundesrat sind Sie ja nie da, also Sie gehen ja lieber nach Favoriten feiern und Wahlkämpfe in eigener Sache, aber dass das Geld, was Sie vom Steuerzahler für Ihre Tätigkeit als Bundesrat bekommen, einen roten SPÖ-nahen Verein überwiesen wird, macht schon eine schiefe Optik. Da können Sie gern reden, ich würde das Gegenteil trommeln, also sagen wir sehen uns sicherlich in am Wahlkampf wieder. Vielen herzlichen Dank. Marlies Doppler sagt, dass jedes fünfte Kind in Österreich armutsgefährdet sei. Sie fordert Valorisierungen der Sozialleistungen über der Inflationsrate. Marlies Doppler ist von den Freiheitlichen in Salzburg.